Dann als Beisatz und hoch mit uns. Hör mal auf zu wüten da oben. Ach du Scheiße. Okay, Handgranate, Handgranate. Ich geh mal ein Stück um die Ecke. Nein! Verdammt! Diagnostiziert. So ein Mist. Dieses Abgestürze, das macht mir heute echt das Leben schwer. Du kleine Bitch, das ist meine Strategie. Komm raus, wo immer du. Blutverlust festgestellt. Arschloch! Okay, war jetzt nicht die feinste Methode und ich habe auch ganz schön was verloren, gerade habe ich festgestellt. Vielleicht sollten wir das eher mit dem Sturmgewehr machen. So, irgendwas Interessantes? Maintenance Shaft, High Voltage. Oh, ich glaube, wir müssen wieder irgendwelche Strom einstellen. Gebrauchte Platinen. Ich habe Gebrauchtes für euch. Okay, sind wir wieder dabei. Kannst du hier nicht die Muni mitnehmen? Muss mal kurz gucken. Achso, weil wir natürlich nicht nachgeladen haben. Das ist das Problem. So. Vielleicht hätte ich auch nicht direkt draufstehen sollen. So hat er die Waffe direkt weggenommen. Kisten. Okay, jetzt kommen diese blöden Geschütze, das ist natürlich ziemlich nervig. Auch, dass die Militärtypen jetzt wieder kommen. Die Military Boys! Hör auf zu rumpeln! Einfach so aus Jux und Tollerei. Aha! Du kleine Bitch! War schon näher als ich dachte. So, Arschloch. Gut, den hätten wir weg. Aber ich habe schon gesehen, da war noch ein anderer. Drum speichere ich nochmal. Oder habe ich mir den eingebildet? Kann natürlich auch sein. Schauen wir erstmal hier unten. Hand Grenades, sehr schön. Auch Leben, müssen wir uns merken. Die Emporen sind natürlich auch super hier. Wir gehen einfach mal. Fuck, was? Was zur Hölle? Ich häng hier fest. Arschloch. Okay, irgendwie haben wir kaum was an Leben verloren, aber dafür viel an Energie, was ich total blöd finde, weil die Energie ist immer ein bisschen rar in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Leben findet man an jeder scheiß Ecke, aber die Energie, da ist immer ein bisschen eng. Mensch, wie viele von den Viechern gibt's denn hier? Was? Von wo? Hat er ihn nicht gerade getötet? Fuck! Hat er sich zum Sterben niedergelegt? Ja, sehr gut. Okay, das lief nicht so schön, aber wir leben. Und auch mit gar nicht so wenig Leben, jetzt muss ich mal sagen. Vielleicht finden wir ja auch noch was, wenn wir uns hier durchknüppeln. Ich wechsle sicherheitshalber nochmal hier, falls hier doch mal einer kommt. So wie der dort.
Drecksack. Boah, wie viele sind denn hier? Tja. Bist du im falschen Moment losgelaufen, würde ich sagen. Okay, speichern. Und erstmal wieder ein bisschen Energie holen. Nachdem wir sie komplett aufgebraucht haben. Nicht so schön. So, zumindest 50 Energie haben wir mal wieder. Und dann gehen wir auch mal hier drüben noch Leben auftanken. Heieieiei. Die war jetzt nicht so geil. Muss ich mal sagen. Aber naja. Wir kommen vorwärts. Hauptsache das. Gut. Ich sollte nicht hier mit der Crowbar rumrennen. Wirklich nicht. Wobei, da kann man zumindest hier die Krachmacher ein bisschen kaputt machen. Was? Ernsthaft? Oh, ihr seid doch Bitches, ey. Ihr seid solche Drecksäcke. Na gut, was soll's. Okay, kommen wir auch zu den Emporen hier hin. Ich gucke mal ganz kurz drüben und dann schauen wir mal hier, was es mit dem Knöpfchen auf sich hat. Wenn ich mich recht entsinne, geht da irgendein Fahrstuhl runter oder so. So, jetzt brauche ich es nicht. Dankeschön. Wie wär's mit Energie? Ist da noch jemand? Nee, ne? So. Oh. Ich mach das mal lieber so, falls. Damit wir ja gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, wenn es hier irgendwie Feuerstöße aussendet, dass wir dann vielleicht doch explodieren, wenn wir gerade in der Nähe sind. So. Das sieht doch halbwegs passabel aus soweit. Die 30 Energiepunkte können natürlich ein bisschen mehr sein, das wäre schön, aber was soll's. Speichern. Knöpfchen. Oh ja, stimmt, der Fahrstuhl. Ich fühle mich eingekerkert. So. Das war's für die Bomben. Für die Minen. Und wo ist denn der Knopf? Ich hab's schon wieder. Ach, da drüben. Versteckt hinter der Mauer. So, dann können wir jetzt auch mal hier unten uns vertun. Bist du schon tot? Der ist schon tot, na sowas. Ich glaube, wir können wieder auf die Pistole wechseln. Und mal ein bisschen aufräumen hier. So. Ich weiß halt nicht, also die Pistole hat ja dieses Schnellfeuer. Kann es sein, dass die Schüsse aus dem Schnellfeuer weniger durchschlagskräftig sind als die normalen Schüsse? Oder bilde ich mir das so ein? Bleib doch da! Lass uns spielen, mein Freund! Mopsi! Ach, Mensch! Du musst doch nicht wegrennen, wir können doch spielen! Sei nicht traurig, Mopsi! Lass dich patten! Oh. Okay, ich muss mich jetzt erstmal umschauen hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was das hier alles darstellt. Wir müssen irgendwas unten anwerfen, nehme ich an. Oder reparieren. Ach ja, ich erinnere mich wieder. Genau. Wir gehen die Treppe runter und wir müssen unten, glaube ich, irgendwas ist da blockiert und ich glaube, wir müssen das wieder entblockieren. Speichern. Ich kann mich so grob dran erinnern, ich weiß aber nicht mehr, was wir hier tun müssen. So. Hier ist an und hier ist nämlich aus. Was sagt uns das? Hier ist auch das Becken leer, hier drüben ist es voll. Ich muss also irgendwie ein bisschen entrümpeln. So, das haben wir voll. Das heißt, wir müssen die Treppe weiter runtergehen. Speichern. Runter. Okay. Crowbar. Wow. Jumpy. Ich habe gerade irgendwie festgehangen. Ich konnte nicht richtig zurückweichen. Das war seltsam.
Weiß nicht, was er gerade hatte. Gut, wir können die auch schlagen, das ist schön. Mit übelstem Geräusch. Bam, 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 bam. Ich glaube, die sind mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, die Biester. So, knüppeln wir uns mal ein bisschen durch hier. Komm her! Genau, hier sind die Kisten drunter. Damit läuft die Kiste wieder. Ja, damit läuft dieses Ding wieder. Wie auch immer die Kiste da drunter gekommen ist, ich weiß es nicht. So. Speichern. Und Knöpfchen anwerfen und schnell wieder raus. So, daran konnte ich mich noch erinnern, dass das ungesund ist, hier zu bleiben. Okay, der Strom läuft wieder. Das heißt, wir können wieder zurück zu unserem Freund, dem Kollegen Eierschaukel. Und mit ihm ein bisschen reden oder schauen, was der uns da, inwiefern der uns da helfen kann. Hör auf zu rumpeln da unten, oben, wo auch immer. Nein. Das ist meine Idee gewesen. So. Ich ziehe schneller als mein Schatten. Gut, das lief suboptimal. Sagen wir es so, wie es ist. Ich bin fast tot. Scheiße. Wo habe ich denn gespeichert? Bestimmt vor. Ach, ist egal. Komm, ich lasse es so. Wir kommen schon wieder an Leben. Ganz sicher. Und wenn ich sterbe, dann hat sich das halt danach erledigt. Fuck. Und wenn ich sterbe, hat sich das sowieso erledigt. Gut, das haben wir jetzt. Okay, ich habe hier gespeichert. Oh nein. Ach so, natürlich. Bevor ich den Knopf gedrückt habe, habe ich gespeichert. Schnell raus. Das Leben hier habe ich gar nicht mit beachtet. So, und dann wechseln wir schon mal auf die Handgranate. Kleiner taktischer Vorteil aus dem Neuladen. Und sterbt. Tschüss. Das lief doch weitaus besser, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme die Pumpgun. So, und dann können wir auch wieder nach oben. Ist Muni noch eingesackt? Fährst du denn mal? Dankeschön. So, da müssen wir lang, ne? Jawoll! Oh, ich glaube, ich habe gerade ein ganzes Magazin verballert auf ihn. Das ist also die Spezialattacke. Ich muss natürlich auch treffen. Was zur Hölle war das denn? Wie viel habe ich gerade in den reingepumpt? Moment, das ist mir zu blöd gerade. Ich habe doch gerade unheimlich viel in diesen Kerl reingepumpt, auch wenn ich immer so halb vorbeigeschossen habe, aber ich meine, das ist eine Pumpgun, die hat Streuung. Dann nehme ich lieber eine andere Waffe, wenn das Scheißding es nicht bringt. Dann nehmen wir halt den Colt. So, ab nach oben mit uns. Speichern wir hier mal. Das war's für dich. Wo ist dein Kumpel? Da war dein Kumpel. Hier war leer, das ist sehr schade. Okay. Da ist tatsächlich noch einer. Nix da, Arschloch. Ach, da wollte eine Handgranate werfen. Die kleine Drecksau. Na gut, wir nehmen noch mal das Leben mit, das wir hier finden können. Energie ist mal wieder auf Null, das ist natürlich großartig. So, und dann, ach komm, was soll's. Pumpgun.
glaube, das Spiel hat die ineffektivste Pumpgun der Welt. Und dann... Achso, wir sind ja voll. Stimmt ja. Ich sag ja, die First Aid Stations gibt's an jeder Ecke. Aber mit Energie haben sie sich immer so ein bisschen knausrig.